Kolleginnen und Kollegen, wir haben es an dieser Stelle schon mehrfach gefordert, wir brauchen dringend eine Beschleunigung der Asylverfahren und genau darum geht es bei der Einstufung der Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer. Tatsache ist doch, die allermeisten Antragsteller aus diesen Ländern erhalten weder grundrechtliches Asyl noch den Status als Flüchtling oder subsidiären Schutz. Das belegen die Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Während die Gesamtschutzquote für Menschen aus diesen Ländern 2015 noch 2,1% betrug, liegt sie im ersten Quartal dieses Jahres nur noch bei 0,7%. Und diese wenigen, die hier Schutz suchen, weil sie verfolgt oder diskriminiert werden, auch oder gerade wegen ihrer sexuellen Identität, haben auch in Zukunft die Chance, einen Schutzstatus zu bekommen, und zwar in einem rechtsstaatlichen Verfahren. Die Einstufung als sichere Herkunftsländer ändert daran überhaupt nichts. Gegenteilige Behauptungen sind schlicht und ergreifend Unsinn. Und dennoch, es verbleiben über 99% der Antragsteller aus diesen Staaten, die eben kein Recht auf Asyl haben. Mit der Aufnahme der Maghreb-Länder in die Liste der sicheren Herkunftsländer wird deshalb der Zeitaufwand gestrafft, der mit der Prüfung dieser Anträge verbunden ist, und zwar angepasst an die tatsächlichen Erfolgsaussichten dieser Anträge. Bisher dauert etwa das Asylverfahren eines Marokkaners im Schnitt 10 Monate. Zukünftig wird das erheblich schneller gehen. Das zeigt die Erfahrung in den Ländern des Westbalkans, bei denen die sicheren Herkunftsstaaten ja auch als Regel angewandt worden sind. Und dass das jetzt auch für die Maghreb-Staaten Sinn macht, zeigt doch die Prognose der Bundesregierung, die von einem erheblichen Anstieg von Asylantragstellungen von Staatsangehörigen dieser drei Staaten ausgeht. Über 24.000 Schutzsuchende aus diesen Ländern wurden allein 2015 registriert, aber es wurden nur 4.900 Anträge gestellt. Und wenn Sie jetzt einwenden, dass das Ganze natürlich nur Sinn macht, wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auch genügend Mitarbeiter hat, um überhaupt schnelle Verfahren durchzuführen, dann haben Sie völlig recht. Das BAMF muss endlich personell besser ausgestattet werden. Da sind wir uns ja alle einig, wie die Debatten der vergangenen Monate auch belegt haben. Aber es ist doch absurd, auf Verfahrensvereinfachungen zu verzichten, weil deren Effekt bei mehr Mitarbeitern noch größer sein würde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Flüchtlingspolitik fahren Bundes- und auch Landesregierung seit dem letzten Jahr immer nur auf Sicht. Es wird Zeit, dass sich das ändert. Wenn der Ministerpräsident aber seine Ablehnung des Asylpaktes 2 im Februar hier im Landtag damit erklärt, das bringt alles nichts, weil wir in einer, ich zitiere, verrückt gewordenen, zusammenbrechenden Welt, Zitat Ende, leben, dann ist das doch die völlige Aufgabe jeglichen Gestaltungsanspruchs. Herr Ministerpräsident, wir alle wissen hier, dass sich ein Großteil der Probleme nur in Syrien oder im Irak lösen lässt und in anderen Ländern, in Afghanistan oder in afrikanischen Staaten. Die Aufgabe von Migrationsgesetzgebung ist doch aber auch, Regelungen für die Menschen zu schaffen, die sich bereits im Land aufhalten. Das darf man nicht verkennen. Wie klein wollen wir uns ansonsten machen? Es ist auch völliger Unsinn zu sagen, wir verschließen uns dem, weil man mit solchen Maßnahmen dem Druck von Rechtspopulisten nachgebe. Was ist denn das für ein Signal? Wir werden die Flüchtlingskrise nicht durch moralische Selbstüberhöhung lösen, sondern nur durch praktisches Handeln. Machen Sie deshalb nicht immer den gleichen Fehler und verzichten auf Maßnahmen bei der Bewältigung der Krise, die jedenfalls helfen können. Niemand behauptet, dass die Einstufung dieser Länder gleich zur Lösung der Flüchtlingsproblematik führen wird. Wir haben deshalb auch ein ganzes Paket von Maßnahmen vorgeschlagen, summarische Anerkennungsverfahren zur Entlastung des BAMF beispielsweise. Und wir haben ja in der letzten Tagung hier gemeinsam dankenswerterweise ein Programm vorgelegt, wie man Flüchtlinge, Asylsuchende und Zuwanderer tatsächlich nach rechtsstaatlichen Verfahren in Deutschland einstufen kann. Die Einstufung der Maghreb-Länder als sichere Herkunftsstaaten wäre ein weiterer Schritt in die richtige Richtung nach unserer Auffassung. Es würde deshalb von einer vorausschauenden und verantwortungsvollen Flüchtlingspolitik zeugen, wenn die Landesregierung der Einstufung im Bundesrat zustimmt. Es reicht nämlich nicht aus, immer nur darauf zu hoffen, dass die anderen Länder schon zustimmen werden und man eine moralische Position behalten kann. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Vorschlag von Bündnis 90 Die Grünen, von Minister Habeck und anderen, nach Quoten zu verfahren, um schnellere Verfahren zu erzeugen, im Wesentlichen eigentlich auch nichts anderes, wenn wir feststellen, dass die Anerkennungsquote bei den Maghreb-Staaten über 0,7% liegt. Auch dann ist es nichts anderes, als zu erklären, die werden schneller abgearbeitet als gegenwärtig. Es macht deshalb Sinn, die Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer aus unserer Sicht einzustufen. Und wir bitten darum, dass das Land Schleswig-Holstein im Bundesrat der vom Bundestag ja mit den Stimmen der Sozialdemokraten beschlossenen Regelung auch zustimmt. Herzlichen Dank. Applaus